Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 10 Dinge, die du nicht über Ilias Mbarek wusstest. 2006 gelang ihm als Klischee-Proleten Cem in der ARD-Serie Türkisch für Anfänger der Durchbruch. Seine Rolle als Zeki Müller in Fuck You Goethe machte ihn 2013 endgültig zum Star. Der Start ins Filmgeschäft war für Ilias Mbarek allerdings holprig und auch sonst läuft bei dem Schauspieler nicht alles glatt. Fakt Nummer 1. Er fühlte sich nicht zugehörig. Der gebürtige Münchener wuchs als Sohn eines tunesischen Computerprogrammierers und einer österreichischen Krankenschwester mit zwei jüngeren Brüdern, Josef und Raphael, in einem liberalen Elternhaus auf. In Niederbayern besuchte er ein katholisches Internat. Die kulturelle Herkunft seines Vaters spielte kaum eine Rolle. Ich spreche kein Arabisch und bei uns wird Weihnachten gefeiert. Trotzdem wurde ihm neben seinen blonden Geschwistern früh bewusst, dass er irgendwie anders war. In seiner Jugend wurde das zum Problem. Fakt Nummer 2. Niemand glaubte an ihn. Als Jugendlicher hatte ich keine Vorbilder und nur wenige Menschen haben an mich geglaubt, erklärte Ilias Mbarek gegenüber der Zeit. Als Schüler hörte er oft von Lehrern Sätze wie »Aus dir wird nix, du landest auf der Straße«. Eine Zeit lang habe ich das auch geglaubt, so der Schauspieler. Die Folge? Ich bin ständig von der Schule geflogen und habe mich herumgetrieben. Es hat etwas gedauert, bis ich verstanden habe, dass es wichtig ist, auf meine innere Stimme zu hören, meinen Fähigkeiten zu vertrauen und nicht dem Urteil anderer. Deswegen hatte er sich etwas gewünscht. Es wäre schön, wenn ich in die Vergangenheit zurückreisen könnte, um meinem Teenager-Ich zu sagen, du musst keine Angst haben, lass dich nicht verunsichern, du musst nicht rebellieren, alles wird gut. So wie du bist, bist du prima. Du wirst es allen zeigen. So eine Botschaft hätte ich damals gut gebrauchen können. Fakt Nummer 3. Einige Kumpels landeten im Knast. Und das sah so aus. Alle trugen Goldketten, Lederjacken, Ohrringe. So Brillis mussten das sein. Die Haare nach hinten gegelt und dann am besten mit 15 Leuten rumlaufen, um mit anderen Ärger anzufangen. Hier und da eine Prügelei und fühlte sich sehr stark, erklärte Ilias Mbarek im FAZ-Interview. Das war eine schlimme Zeit. Viele von den Jungs sind später abgeschoben worden oder im Gefängnis gelandet. Hätte auch blöd laufen können, das Ganze. Fakt Nummer 4. Dreimal sitzen geblieben. Dreimal blieb er sitzen, er flog vom Gymnasium, rutschte bis in die Hauptschule ab. Doch Ilias Mbarek arbeitete sich wieder hoch und machte mit 22 sein Abi als Klassenbester. Ich habe mir als Jugendlicher nie Gedanken über meine Zukunft gemacht, sagte er im Gespräch. Mache ich auch immer noch nicht. Das war mir stets klar, dass ich Schauspieler werden könnte. Fakt Nummer 5. Bitte schreib zurück. Seiner Mutter musste Ilias Mbarek versprechen, immer auf Fanpost zu reagieren, um niemanden zu enttäuschen. Denn als Teenager war sie in Pierce Breeze verliebt und schrieb ihm dutzende Briefe, bekam aber nie eine Antwort. Fakt Nummer 6. Er hat die Haare nicht schön. Tatsächlich gibt es etwas, was der Frauenschwärm an sich gar nicht mag. Seine Haare. Wie er selbst mag, sieht er nach dem Duschen aus wie Tingeltangelbob von den Simpsons. Hat er keine Zeit für ausgiebiges Styling, hilft dabei nur eins, Baseballcap auf den Kopf. Als Jugendlicher soll er sich die Haare sogar mal blond gefärbt haben. Fakt Nummer 7. Er liebt Lederjacken. Privat trägt der Schauspieler am liebsten Lederjacken. Sie müssen eine hohe Qualität und eine schöne Lederfarbe haben, so Ilias Mbarek zum Playboy. Und lieber eine Naht oder eine Niete weniger als eine zu viel. Das ist es. Fakt Nummer 8. Er sollte seinen Nachnamen ändern. Bevor Ilias Mbarek Erfolg als Schauspieler hatte, bekam er von einem bekannten Kollegen, ebenfalls mit Migrationshintergrund, den Rat, ändere sofort deinen Nachnamen, mit dem wirst du in Deutschland keinen Erfolg haben. Ein Tipp, der für Ilias nicht in Frage kam. Was für ein Blödsinn, habe ich gedacht. Ich habe mich nicht beirren lassen und weiter daran geglaubt, dass ich Erfolg haben kann, wenn ich zu mir selbst stehe, so der Kinostar der Zeit. Daher ist es für mich bis heute eine große Genugtuung, meinen Namen unverändert auf Kinoplakaten zu lesen. Fakt Nummer 9. Manchmal wünscht er sich eine Tarnkappe. Ilias Mbarek liebt es zu reisen und fremde Länder zu erkunden. Ein Grund, im Ausland kann ich mich völlig unerkannt bewegen, niemand nimmt Notiz von mir. In Deutschland ist es mittlerweile sehr schwierig geworden, so der Schauspieler auf der Zeit. Deshalb wünsche ich mir oft eine Tarnkappe. Ich wäre in der Öffentlichkeit ab und zu gern für mich. Eines vermisst der Kinostar besonders, in einem Café zu sitzen und die Menschen zu beobachten, die vorbeilaufen. Das habe ich früher immer sehr geliebt.
Fakt Nummer 10. Mit Sexismus hat er kein Problem. Der attraktive Schauspieler wird öfters auf sein Aussehen reduziert. Stören tut ihn das aber nicht. Klar ist das sexistisch, aber ich habe überhaupt kein Problem mit Sexismus, erklärte Ilias Embarek dem Playboy. Also was meine Person angeht, was soll mich das auch beleidigen, wenn eine Frau mich als Sexobjekt wahrnimmt? So, das war's schon wieder mit der nächsten Folge von Einfach Wissen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und hinterlasst einen positiven Kommentar. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Video und ciao.